Moin Leute zum neuen Video. Ja, hier hinter mir steht der neue Deutz-Fahr 680 TDV und ihr seht schon vorne einen Frontpacker drin und hinten eine Kreiselecke. Wir machen heute den Test, wie gut funktioniert das Lenksystem mit Frontanbaugeräten und natürlich die Zapfenarbeiten vom Schlepper. Ja, ich will nicht ganz verreden, wir springen direkt auf die Kabine und starten durch. So, ihr seht's, zack, Vorwärtsgang rein, Vorgewendemanagement und los geht's. Kreislecke arbeitet auch gut. Ja, ich habe die ersten ein, zwei Bahnen schon mal gemacht, irgendwo knapp einen Hektar, hier seht ihr es. Und ich bin wirklich gut zufrieden sofort, weil ich fahre jetzt hier 11,5 km/h und das RDK arbeitet einfach prima, trotz Frontpacker. In der Vergangenheit hatten wir hin und wieder Probleme, wenn wir einen Frontpacker am Schlepperdrang hatten und dann mit dem Lenksystem gearbeitet haben, dann konnten wir keine hohen Fahrgeschwindigkeiten realisieren. Hier ist das absolut kein Thema, läuft wunderbar. Ja, ansonsten habe ich vorhin schon das Vorgewendemanagement programmiert. Das kann ich euch gleich auch einmal zeigen. Und das GPS soweit eingerichtet und eingestellt. Aber ja, genießt die Bilder erstmal. Wir kreiseln jetzt gerade auf das Feld, wo wir mit den 180er heute Morgen gegrubbert haben. Das Video findet ihr sonst hier oben, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. War auch richtig angenehm und schön zu arbeiten. Ja, und das macht gerade richtig Laune. Auch eine Kleinigkeit, welche jetzt einfach schöner geworden ist. Wir fahren jetzt mal einmal zum Feldrand, weil da liegt auch noch eine AB-Linie. Richten uns aus und zack. Hier hat er schon gesagt, alles klar, du fährst jetzt hier gerade zur AB-Linie. Willst du die zufällig haben? Ja, möchte ich. Und dann kommt die da einfach, oder wird die einfach angezeigt, man kann die auswählen, fertig ist. Und man muss nicht mehr so ja, nervig rumsuchen, wie ja, bei den älteren oder bei der älteren Software, dass du da nachher bei einer, ja, nicht quadratischen Fläche, sondern so einer L-Fläche 8, 9, 10 Linien hat. Und dann klickt man alle möglichen durch, welche Linie das denn jetzt ist. Und hier ist das einfach schöner gelöst. Sonst das Kreiseln läuft auch sehr gut. Also die Zapfwelle an sich, ja, harmoniert besser im Getriebe und schlägt nicht so rein. Wird langsam, ja, die Kupplung wird langsam geschlossen. Dann kriegt die Kreisellecke auch nicht so einen auf die Mütze. Ja, und das ist einfach angenehmer vom Fahren her. Ich fahre jetzt ja mit 1500 Motorumdrehungen. Nicht wundern, dass das hier ein bisschen wackelt. Hier wurde der Graben ausgebaggert und die Gras, ja, Bunken liegen hier noch. Aber sonst fahre ich hier gerade mit 1500
Motorumdrehung und das ist einfach angenehm. Man, die Kabine ist wirklich stiller geworden und der Schlepper läuft auch einfach schön. Hier halt jetzt auch die 540er Zapfwelle, deswegen können wir halt auch mit unseren 1500 Motorumdrehung fahren. Bei den 190er oder bei den unter denen drüber gibt es die 540er Zapfwelle leider nicht mehr, was für uns eigentlich ein No-Go ist. Aber hier haben sie gedacht, alles klar, da kommen alle vier Zapfwellengeschwindigkeiten rein. Finde ich schon mal gut. Ja, ansonsten kann ich bis jetzt noch keine Negativpunkte feststellen und läuft recht gut. Ich wollte euch vorhin ja noch das Vorgewendemanagement zeigen und das tun wir jetzt mal. Ja, so sieht das gute Stück jetzt aus. Einmal großwischen, dann hier unten auf die Starttaste. So, und ich habe das jetzt einmal ausgewählt. Und wenn wir jetzt Neues anlegen wollen würden, ich hoffe mal durch die Spiegelung seht ihr alles, geht hier oben hin, macht ihr neu, alles klar, okay. Und dann sage ich einfach mal Test, Enter, bestätigen. Und jetzt habt ihr einfach erstmal ein freies Feld. Dann könnt ihr hier einfach draufklicken und sagen, alles klar, wir wollen die Heckhydraulik runter machen. So, gleichzeitig, wenn die Heckhydraulik runtergeht, soll die Zapfwelle hinten angehen. Wenn die Zapfwelle an ist, soll natürlich auch die Drehzahl, die Motordrehzahl angehoben werden. Auch da drauf geklickt. Jetzt müsste ich aber einmal tippen, zweites Mal tippen, drittes Mal tippen. Aber das möchte ich ja nicht, das ist ja doof. Also ich will einfach reinfahren, einmal tippen, hinten geht alles runter, Zapfwelle an, fertig, Ende, aus. Dazu gehe ich dann hier einfach auf Tipp und dann kann ich entweder Zeit einstellen, zum Beispiel habe ich jetzt gemacht, einfach 0 Sekunden oder eine Meterangabe. Also die Meterangabe ist halt ganz schön, wenn man vorne ein Frontanbaugerät drin hat und dann zum Beispiel bei einer Pflanzmaschine, wenn man vorne eine Kreisellecke drin hat und hinten die Pflanzmaschine, die Kartoffelpflanzmaschine, dass man vorne runterlässt und dann genau 4,80 Meter dahinter soll die Heckhydraulik runtergehen. Dafür ist dann hier die Meterangabe. Aber wir nehmen einfach jetzt mal Sekunden, zack, 0 Sekunden und hier auch wieder 0 Sekunden. Wenn das jetzt aber natürlich runtergegangen ist, soll es ja auch wieder hochgehen. Also zack, Heckhydraulik hoch, dann natürlich Zapfwelle aus und dann natürlich auch die Drehzahl runter. Hier auch wieder einfach auf Zeit und hier auch wieder auf Zeit. Dann würde ich jetzt hier einmal tippen, dann würden die drei Sachen durchlaufen, hier einmal tippen und wieder die drei Sachen durchlaufen. Genau, so einfach ist das Vorgewendemanagement und das aktiviere ich dann über diesen Knopf. Ich muss hinten diesen Knopf einmal drücken und dann den hier, zack, hier seht ihr es jetzt gerade, kommt das Vorgewendemanagement vorne ins Display. Ja, so einfach ist es und damit arbeite ich halt die ganze Zeit, ist ganz angenehm, aber ich zeig euch mal eben das, was ich die ganze Zeit kreise in da. Okay, kreisen ist das Vorgewendemanagement, also dass ich halt erst das GPS aktiviere, dann halt vorne runter, hinten runter mit Zapfwelle und Motordrehzahl, wieder vorne hoch und hinten hoch. Genau, so sieht es jetzt aus. Und das aktiviere ich halt, zack, und dann sehe ich das hier vorne. In welchem Schritt der auch genau ist, ist halt dieser kleine blaue Kasten drum. Gut, dann wollen wir mal weitermachen. Zack, groß gemacht, weitergefahren. Und dann wollen wir hier mal wieder rein. Zack, einmal getippt, GPS ist drin. Auf den Monitor achten, vorne geht runter. Und dann geht hinten runter. Ja, so einfach kann man sich das Leben machen. Ich bin jetzt gerade, ja, vor 10 Minuten noch unseren alten 685 wieder gefahren, weil Papa gerade kurz Hilfe auf dem Acker brauchte, hat ein nasses Loch gefunden. und das sind schon ja, große Unterschiede zwischen den älteren 185 und jetzt den 180er. Also dieser gefällt mir schon deutlich besser. Genau, aber dann will ich mal eben die Fläche fertig machen. Ich muss jetzt hier noch die 4-5 Bahnen und da und dann mache ich das Vorgewende
dann melde ich mich mit meinem Fazit zum Kreiseln und zu dem Schlepper nochmal wieder. Bevor wir zum Fazit kommen, wollt ihr euch mal eben was Schickes noch zeigen, was man heutzutage mit RDK alles hinkriegen kann. So eine schicke Ecke. Wollt ihr euch mal einfach nur kurz zeigen, weil ich finde es schon schick. Wenn jetzt morgen die Zwiebeln hier reinkommen, dann sieht der Acker richtig schön picobello aus. Aber zurück zum Trecker. Heute gekreiselt oder heute Nachmittag gekreiselt, vorne Frontpacker drinnen gehabt, hinten die Kreiselecke und dann den 180er dazwischen. Wir hatten dann die 540er Zapfwelle mit 1500 Motorumdrehungen an. Dann lagen wir irgendwie so bei 400 Zapfwellenumdrehungen. Da hat er sich auch überhaupt nicht kaputt gemacht. Auch wo es dann ein bisschen nasser geworden ist, da ist dann dieses etwas nassere Loch. Hat er sich überhaupt nicht kaputt gemacht, ist er so drüber hergeschnurrt. Da auf alle Fälle richtig schön durchgezogen. Die Abstimmung vom Motor zum Getriebe einfach herrlich. Auch wenn man die Zapfwelle reinmacht bzw. rausmacht, wenn er dann Last hat und die Drehzahl noch, dann springt der nicht so abrupt nach vorne, wenn man die Zapfwelle ausmacht, sondern zieht langsam dann schön hoch. Ja, und GPS-Führung, also RDK-Führung, funktioniert einfach wunderbar. Ich habe noch ein kleines Video, wo ich auch mal 12 km/h gefahren bin und der einfach wirklich schön 0 cm Abweichung und feuerfrei. Also da wirklich tipptopp. Wir haben natürlich auch den Frontpacker, der ist gelenkt. Und dann lassen wir den halt auch immer hier ein bisschen in der Schwebe drin. Dass er nirgendwo aufliegt, dass er wirklich schön arbeiten kann. Aber es ist auch nicht selbstverständlich, dass man ein Lenksystem so eingestellt kriegt und programmiert kriegt, dass die Karre einfach läuft. Klar, andere Hersteller können das auch, aber ich bin hiermit einfach top zufrieden. Also auch deutlich besser zufrieden wie mit unseren. Oder was heißt deutlich besser? Ein Tick besser zufrieden mit den Lenksystemen wie mit unserem Lenksystem, weil man da jetzt einfach AB-Linien in einen Ordner packen kann und die einfach weiterklicken kann und nicht diese Liste nachsucht. Aber es ist natürlich eine Softwarelösung. Im Großen und Ganzen hat mich der Schlepper auf alle Fälle jetzt hier beim Kreiseln überzeugt. Richtig schön wendig durch die breite Spur, auch wenn er noch vorne 600er Reifen drauf hat, ist er wirklich richtig schön wendig. Ich muss nachher mal einmal einen Wendekreisversuch machen, aber das ist ein 18 Meter Vorgewende und ich konnte hier so bei 12 Meter aussetzen und immer noch komplett rumziehen. Also wirklich schick. Die ganzen Sachen, welche ich jetzt natürlich erzählt habe, findet ihr wieder in Erfahrungsbericht, packe ich euch unten in der Videobeschreibung und das Extra-Track-Modul ist ja auch noch auf dem Schlepper, also Spritverbräuche etc. können wir dann schön mit dokumentieren, steht auch alles in Erfahrungsbericht. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!